Ja, die Burg Tannenberg, eine Burg auf 335 Meter über Meer in der Nähe von der Gemeinde Seeheim-Jugendheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg an der Bergstraße gelegen. Der Weg dorthin ist etwas beschwerlich, man sollte also gutes Schuhwerk haben, aber der Anblick der Natur ist überwältigend, wenn man das im Frühjahr macht, wenn alles grünt und blüht. Die Burg hat eine ganz lange Geschichte und sie hat auch eine etwas makabere Geschichte. Davon aber dann im Einzelnen mehr. Mit diesen Steinen, die hier immer wieder am Wegesrand zu sehen sind, weiß man, wann man die Burg erreicht hat. Durch einen schmalen Hohlpfad gelangt man dann auf die Burgspitze. Die ersten Ausläufer der Burg sind recht schnell zu sehen und so hat man also ganz schnell auch das Ziel vor Augen. Diese Burg stammt aus dem Jahr 1230 und wurde zum Schutz des Klosters Lorsch gebaut, und zwar von Ulrich dem I. aus Münzenberg. Der wollte also seine Besitzungen dort etwas besser schützen. Da hat er also diese Burg dort oben auf den Berg gestellt. Und im Laufe der Jahrhunderte ist diese Burg leider etwas in Mitleidenschaft geraten. Sie wurde auch dann zum Schluss sehr zerstört und wurde auch zu einem Steinbruch umfunktioniert. Aber davon, wie gesagt, später mehr. In den Jahren 1290 bis 1377 änderten sich die Besitzverhältnisse extrem. Zum Schluss waren es dann insgesamt 9 Besitzer, die diese Burg ihr eigen nennen durften. Da gab es natürlich, wie es auch üblich ist, viele Köche verderben den Brei, den einen oder anderen Zwist oder auch Streit, und das wurde also dann auch per Verträge dann wieder geregelt, sodass man das Ganze dann am Leben erhalten konnte, bis zum Jahre 1399. Ja, wir haben also nun die Burg erreicht und wollen wir doch mal sehen, was sich hier so alles ergibt. Wenn man den langen Aufweg hinter sich hat, gibt es natürlich auch Ruhe mit Ruheplätzchen, wo man sich mal kurz ausruht und dann zu einer Besichtigung starten kann. Der Verschönerungsverein Seehain-Jugendheims ist hier sehr aktiv und ist hier immer wieder ständig dran, eine Renovierung der bestehenden Ruine zu gewährleisten. So auch hier bei meinem Besuch sind immer wieder arbeitende Leute am Machen und am Erhalten, sodass man da also wirklich sehen kann, da tut sich was. Wir beginnen nun einen Weg rund um die äußere Burgbefestigung und ja, lasst uns einfach mal treiben von dem, was wir da so sehen. Ja, die Burg Tannenberg war eine kleine ovale Gipfelburg mit offenem Zwinger und zylinderförmigem Bergfried. Die günstige Lage am Westrand des Odenwaldes ermöglichte natürlich Sichtachsen in das Rheintal, die angrenzenden Täler und zu den nächsten Burgen. Also hier zum Beispiel die Starkenburg kann man von hier aus sehen oder auch die Feste Otzberg Richtung Osten. Die Burg war umgeben von einer Wall- und Grabenanlage. Und der Palais an der gefährdeten Ostseite war durch eine starke Schildmauer geschützt. Im 14. Jahrhundert wurde sie an der West- und Nordseite durch eine Vorburganlage mit Mauer und Turm erweitert. In der Wohn- und Vorrats- sowie in den Stallgebäuden sind dann nachgewiesen worden. Eine weitere Vorburg an der Ostseite blieb allerdings unvollendet. Da hat man dann aufgehört, weil es dann doch etwas schwieriger wurde. Der Zugang war durch eine Zugbrücke und zwei Toranlagen gesichert. Die Ausstattung der Burg war vergleichsweise sehr komfortabel.
Aufgrund der Funde wird deutlich, dass sie mit zu der damaligen Zeit Flachglasfenstern verfügte. Elegantische gotische Kachelöfen waren aus Ton hergestellt worden. Auch Bodenfliesen waren sehr schmuckvoll. Die Wasserversorgung wurde durch eine interne Zisterne mit perfekter Kieselfilteranlage und durch eine externe Quelle gesichert. Auch dies kann man heute noch teilweise sehen. Auf ein ja wenigstens zeitweise ritterliches Leben deuten auch formschöne Gebrauchsgegenstände wie Trinkbecher, der sogenannte Tannenbergkrug, hin. Auch Zaumzeug von Pferden sind nachgewiesen worden, die recht schmuckvoll ausgelegt waren. Auch wenn man hier so durch die Mauerreste über das Burggelände schreitet, hat man natürlich schon den Eindruck, dass die Bauherren damals eine sehr taktisch ausgelegte Bauweise bevorzugten. Es ist klar, wenn man so eine Burg baut, hier oben muss man auf alles achten. Man braucht Wasser, man braucht Schutz für die Burgherren, die hier oben residieren, denn immer wieder kommen auch mal der eine oder andere nicht angenehme Zeitgenosse und bittet um Einlass oder auch klopft auch mal stärker etwas an. Ja, diese Steinkugel, die jetzt hier ins Bild kommt, stammt noch aus der Belagerung von 1399. Mit solchen Geschossen wurden dann die Mauern von außen etwas perforiert bzw. zum Einsturz gebracht und man konnte dann die Burg erstürmen. Gehen wir nun auf den Rest des Burgfrieds und genießen von dort oben einmal die schöne Aussicht über den Rheingraben Richtung Westen und in die angrenzenden Odenwaldhöhen hinüber. Südlich von dieser Burg befindet sich übrigens der Mellobogus, der höchste Berg an der Bergstraße. Ja, und wie ich gesagt hatte, da waren also auch Raubritter 1399 am Machen und am Agieren. Die haben natürlich die ganze Zeit von oben runter geguckt, haben die voll beladenen Wagen der Händler sehen können und war der Neid irgendwann so groß, dass es dann zu Raubüberfällen, Geiselnahmen und so weiter kam. Und durch einen guten Zufall ist es mir gelungen, eine Dokumentation schriftlicher Art an Land zu ziehen. Und die läuft als Reportage jetzt gleich im Anschluss. Raubritterburg auf dem Tannenberg zerstört.
aktueller als alle anderen, unabhängig und keine Fake News. Playadium.de bringt heute exklusiv die spannende Reportage über die Zerstörung von Burg Tannenberg bei Seeheim Jugendheim. Seeheim, 21. Juli 1399. Nach 25-tägiger Belagerung der Burg Tannenberg konnte dem unsäglichen Treiben des Raubritterswesens am Westrand des Odenwalds endlich ein Ende bereitet werden. Über ein Jahr lang überfielen die skrupellosen Terroristen unter Hartmut dem Jüngeren von Kronberg, dessen Familie selbst nur Anteile an einem 24. der Burg hält, unbedarfte Händler auf der Bergstraße zwischen Heidelberg und Frankfurt. Angeblich sei es im Rahmen von Geiselnahmen im vergangenen Jahr auch zu Lösegeldforderungen gekommen. Wir berichteten bereits darüber. Uns wurden zudem zugetragen, dass mindestens ein gefangener Geisel im Verlies der Burg Tannenberg umgekommen sei. Bereits im vergangenen Jahr hatten der Pfalzgraf, die Erzbischöfe von Mainz und Trier sowie die Wetterauer Städtebund beschlossen, Kronberg Einhalt zu gebieten. Allerdings konnten die Redaktionen keine diesbezüglichen Bemühungen der Bündnispartner feststellen. Im Gegenteil, uns erreichten immer wieder Beschwerden und Leserbriefe von überfallenen und beraubten Kaufleuten. Untragbare Zustände und auch der Tourismus musste unter dieser Situation leiden, denn ohne größeren Geleitschutz war die Bergstraße in der betroffenen Region um Seeheim unpassierbar geworden. Auf Drängen der Bevölkerung und vor allen Dingen der lokalen Herren, die ebenfalls die ausbleibenden Warenlieferungen beklagten, wurde das Bündnis der Pfalzgrafen, der Erzbischöfe und des Städtebündes erneuert. Ende letzten Monats konnte es endlich mehrere Kampfeinheiten zur Burg Tannenberg bei Seeheim entsenden. Unser Korrespondent vor Ort berichtete die letzten Wochen von zahlreichen Feuergefechten im Umkreis der Burg sowie Verlusten auf beiden Seiten. Zunächst sei es nicht gelungen, die Verteidigung der Burg zu durchbrechen. Daher habe der Pfalzgraf persönlich mehrmals dringende Mitteilungen an die Stadt Frankfurt gesendet mit der Bitte um Überstellung der großen Frankfurter Steinbüchse. Zunächst hatte die Stadt ihre mächtigste Belagerungswaffe zurückgehalten, trotz Zusicherung aller Mittel im Rahmen der beschlossenen Landfriedens. Eine Stellungnahme des zuständigen Pressesprechers zu diesem skandalösen Verhalten liegt nicht vor. Die veröffentlichten Akten des Vorfalls jedoch werden bereits gesichtet. Nachdem die große Frankfurter Büchse nach weit über einer Woche doch endlich auf den Weg geschickt wurde und zwei Tage später vor der Burg eintraf, musste man feststellen, dass die Steinkugeln, die als Munition der Superwaffe dienen sollten, zu groß waren. Eine unerhörte Fahrlässigkeit der Logistikteams, die sicherlich Folgen nach sich ziehen wird. Es dauerte weitere 6 Tage, bis die große Frankfurter Steinbüchse endlich einsatzbereit war. Laut unserem Korrespondenten hatten kleinere Feuerwaffen und Katapulte bereits schwere Beschädigungen am Mauerwerk der Burg hervorgerufen, doch die ca. 50 Verteidiger wollten den Kampf trotz der Aussichtslosigkeit ihrer Situation nicht aufgeben. Der Einsatz der großen Frankfurter Steinbüchse mit ihrer sensationellen Schussrate von 6 Schuss pro Tag stellte ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis. Bereits der 2. Schuss habe eine Mauer direkt durchschlagen. Ob es sich um die Mauer der Kernburg oder die der Vorburg handelte oder auch lediglich um eine Wand in einem Wohngebäude, ist bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht zweifelsfrei geklärt worden. Dies wird auch zur Beurteilung und Bewertung der Einsatzleistung der großen Frankfurter Steinbüchse Gegenstand weiterer Ermittlungen werden.
Nach einer Woche Dauerbeschuss durch die große Frankfurter Steinbüchse sowie dem anderen schweren Gerät vor Ort befindet sich die Substanz der Burg nun in kläglichem Zustand. Unser Korrespondent berichtet, dass Kronberg heute Morgen die Waffen gestreckt habe und mitsamt seinen Begleitern in Gewahrsam genommen wurde. Auf Seiten der Verteidiger habe es 8 Tote gegeben, sowie um die 45 Verletzten. Über das Schicksal der Gefangenen wird zu entscheiden sein. Das Schicksal der Burg steht bereits jetzt fest. Sie wird in den nächsten Tagen gesprengt werden. Man rechnet zudem damit, dass die übrigen Anteilshaber der Burg, die somit uns bekannt sind, nicht an den Raubzügen Kronbergs beteiligt waren. Ersatzansprüche für die zerstörte Burg an die Bündnispartner des Landfriedensheers richten werden. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen, der kleine Einblick in die Burg Tannenberg. Und guckt auch mal bei mir auf die anderen Seiten, die so noch in unseren Kanälen hier drin sind. Und bis dann. Macht's gut.